Servus, schönen guten Morgen. Bin hier mit meinem bekannten Mate-Tee. Das ist ein bisschen Kultur von unserem argentinischen Land. Danke fürs Kommen. Servus, ich bin Martin de Michelis. Eines von den wichtigsten Themen in der Entwicklung ist die Emotion. Ich glaube, ich war nett, aber ich war auch ein bisschen verrückt auf dem Platz. In dem Moment eine große Ehre. Ich war sehr, sehr, sehr stolz, auf so einem Trainingsgelände die Möglichkeit zu trainieren, auch nicht nur zu trainieren, sondern auch wachsen. Ich versuche manchmal mit meiner Körpersprache zu sprechen, auch mit meinem Herz. Ich werde immer gerne für Bayern noch mehr. Dank des FC Bayern ist München für Martin de Michelis sein Zuhause geworden. Der Argentinier hat bereits viele Spuren bei seinem FC Bayern hinterlassen. Als Profi, Legende und nun auch als Coach. Eines seiner Markenzeichen, eine Frage der Ehre. Es ist mir eine Ehre. Die Wertschätzung seinem Umfeld und seinem Leben gegenüber, das zeichnet de Michelis aus. Diese Dankbarkeit und Demut hat er aus seiner Heimat Argentinien mitgebracht. Wenn ich bin von meinem Land gekommen mit 22 Jahren, es ist schwer zu erklären. Aber zum Beispiel hier die rote Ampel, wenn rot ist, ist einfach rot. In Argentinien eine rote Ampel, wenn schon dunkel ist, ist nicht mehr rot. Es ist einfach gefährlich in jeder Ecke. Deswegen ja, ich habe andere Temperament, andere Adrenalin, andere Blut. Micho, wie de Michelis oft genannt wird, erblickt 1980 in der Provinz Córdoba das Licht der Welt. Es dauert bis zum Winter 2002, bis der Südamerikaner sein Heimatland verlässt, um auf bayerischem Boden den Medizincheck zu absolvieren. Währenddessen macht sein Berater mit dem FC Bayern alles klar. Dieser echte deutsche Winter ist de Michelis noch gut in Erinnerung. In diesem Dezember, für mich, ich habe nie vor einmal das Schnee gesehen. Und genau in diesem Dezember 2002, ich war in einem Hotel im Zentrum, war zwei, drei Tage nur Schnee. Und war für mich, ja, einfach als erste Mal, einfach sehr, sehr schön zu sehen. Meine Kinder, die haben auch Spaß in dem Schnee und die genießen das erste Mal, weil der letzte Winter war so nicht wie diese. Aber ja, freue mich sehr, wieder einen richtigen Winter hier in München zu haben. Inzwischen lebt der Argentinier über 17 Jahre in Europa, davon in Summe knapp 10 in Deutschland. Mittlerweile besteht die Familie aus 5 Personen. Mit Ehefrau Eva hat Micho die 3 Kinder Martin, Lola und Emma. Das Münchner Haus aus der Profizeit stand gerade zum Verkauf, als im Jahr 2019 das Trainerangebot des FC Bayern kommt. So ziehen die de Michelis wieder zurück ins eigene Haus, inklusive Familienhund Püppi. Damals, bei seiner erstmaligen Münchner Ankunft im Alter von 23 Jahren, zeigt sich der heutige Familienvater schüchtern und voller Respekt seinen Mitspielern gegenüber. In der Zeit, ja, die Sebenstraße, ich hatte nicht so eine Parking für die Auto für die Spieler gehabt wie jetzt. War ein bisschen mehr eng. Ich habe ein bisschen die Auto von Oli kaputt gemacht. Ich habe gesagt, oh mein Gott. Was soll ich machen? Der Oli, ich muss mit dir sprechen. Was ist? Ja, es ist schwer zu erklären, aber ich habe dein Auto ein bisschen kaputt gemacht. Und ich habe so lustig reagiert. Ich habe fast eine Unarmung bei mir gegeben. Ich habe gesagt, ja, Micho, bitte, mach dir keine Sorge, da finden wir das los. Und so war ab diesem Moment eine sehr gute Beziehung.
Für den Argentinier war es dennoch nicht so leicht, sich mit der fremden Mentalität vertraut zu machen. Vor den Bayern spielte er 5 Jahre beim Topclub River Plate Buenos Aires und da war vieles einfach anders, auch der Umgang mit den Fans. Meine Fans sind voll sauer auf dich, auch auf die Mannschaft, auf den Verein, als Trainer, auf alle. Nach einer Niederlage, Uli als Manager ist einfach im Bus gekommen und sagt, hey, Micho, geh runter und mach ein paar Fotos, ein paar Unterschiede. Wieso? Uli, haben wir verloren. Ja? Und trotzdem, geh runter, mach Fotos. Ich habe schon da gelernt, oh, pass auf, jetzt in Deutschland, mindestens bei Bayern oder München, ist schon ganz anders. Während seiner Profijahre, Vereinsfußball wie Nationalmannschaft, kann Micho zahlreiche Erfahrungen sammeln und muss durchaus auch lehrreiche Niederlagen einstecken. Ich sage da voll überzeugt, von einer Niederlage lernst du viel. 2 Niederlagen sind De Michelis besonders in Erinnerung. Da wäre zum einen das Champions League-Finale gegen Inter Mailand im Mai 2010. Bayern-Fans erinnern sich. Doppeltorschütze Milito sorgt für den 0:2-Endstand. Dann gibt es da noch dieses andere Finale, aus dem Micho lernen konnte und musste, dass es zu verarbeiten galt. Das WM-Finale 2014 gegen Deutschland. Seine Berufung ins argentinische Team kommt in letzter Sekunde. Eigentlich ist er mit Manchester City bereits im Flieger auf dem Weg nach Katar. Am nächsten Tag war in die Offizialliste und am Ende, 5-6 Tage später, ich war im Kader vom WM. Und am Ende habe ich die WM-Finale gespielt. Selbstverständlich als Spieler eine WM-Finale zu spielen, ist einer der besten Momente. Leider haben wir gegen euch verloren in Deutschland. Trotzdem war eine gute Geschichte oder eine für meine auch die Punkte in meine Karriere. So, bis zweieinhalb Jahre vor die Offizialliste war nicht mehr in einem Spiel dabei. Und am letzten Tag ich war wieder dabei. Deswegen müssen wir Optimist bis Ende bleiben. Insgesamt steht De Michelis 51 Mal für die argentinische Nationalmannschaft auf dem Platz. Die WM 2014 festigt ihn, wie er sagt, charakterlich und mental. Und verändert ihn auch äußerlich. Mit einem Reporter hatte er geflaxt, WM-Nominierung heißt Haare ab. Schneidest du das, die Haare, wenn du in die letzte U23-Kader bist für die WM? Ja, gerne. 2-3 Tage später war die Offizialliste, ich war dabei und ich musste die Besprechung schon einfach bezahlen, kann man sagen. Martin De Michelis hat sich also gewandelt. Er ist gereift. Vor allem in einem Punkt vollbringt er nahezu einen Quantensprung. Als Vater, als Trainer muss ich unbedingt Geduld haben. Und zum Beispiel in meinem Job, in der Entwicklung für die Jungs. Die Entwicklung hat keine Limit. Deswegen muss ich voll Geduld haben mit meinen Jungs. Ich wohne schon in Europa seit 17 Jahren schon. Aber wenn ich bin von meinem Land gekommen, hatte ich nicht die gleiche Geduld als jetzt als Vater oder als Trainer, muss ich ehrlich sagen. Miroslav Klose, der ehemalige Mitspieler, WM-Finalgegner und heutige FC Bayern Co-Trainer, erinnert sich noch gut an die Zeiten mit seinem temperamentvollen Innenverteidiger aus Südamerika. Ich mag solche Spieler, also da wusstest du von Anfang an, was auf dich zukommt. Und wenn dann die Innenverteidiger hinten Samuel und De Michelis waren, dann wusstest du als Stürmer, dass es nicht ohne Blessuren zu Ende geht, das Spiel. Ich glaube, meine Aggressivität war eine von meiner Waffe. Ich hatte versucht, immer aggressiv zu sein. Auch eine von meiner Waffe war mein Sprung. Weil ich habe bis 14 Jahre auch Volley gespielt. Deswegen war ich nicht so groß als Abwehrspieler. Normalerweise in jedem Kader war ich immer eine von den Kleinsten. Aber ja, ich habe auch in den Sprung immer auch meine Knie genießen, kann man sagen. Ich wollte keine Verletzung machen. Aber so, mein Knie in der Rücken war wie eine Treppe. So, ich könnte ein bisschen hoch sein. Und ja, ich glaube ab und zu oder vielleicht im Training mit Miro habe ich auch eine gute Prüfung gehabt. Der 1,84 Meter große De Michelis bekommt eine zentrale Rolle in der Bayern-Defensive.
Er gewinnt in den Jahren 2003 bis 2010 viermal die deutsche Meisterschaft und viermal den DFB-Pokal. Insgesamt kommt er auf 259 Spiele für den FC Bayern. Nach fast 8 Jahren im Trikot der Münchner dann der Wechsel nach Malaga. Dort hilft er, den Abstieg zu verhindern und erreicht 2 Jahre später sogar das Champions-League-Viertelfinale. Im Anschluss zieht er weiter Richtung Premier League. Mit Manchester City wird der Innenverteidiger 2014 englischer Meister. 2017 beendet de Michelis seine Profikarriere, dann wieder in Malaga.